Liebe Mitmenschen, herzlich willkommen und guten Tag. Dieser gute Tag ist Sonntag, der 13. September. An der Küchentür, also direkt, ich sehe sie und Sie sehen sie nicht, hängt immer an einem Saugnapf diese lila Stola. Denn in der Küche sitze ich auch öfter mal mit Gesprächspartnern und es kann immer wieder vorkommen, dass sich aus Gesprächen Beichte ergeben. Und so ähnlich eine lila Stola in der Bibliothek und als ich noch ein Auto hatte im Auto und immer so in der Nähe. Das, weil uns das Wort der Versöhnung anvertraut worden ist, nicht nur den Priestern, sondern allen Christen, dass sie mit ihrer Bereitschaft zur Versöhnung das Gute in die Welt hineinbringen, das Christus angelegt hat. Das ist die Verwaltung der Geheimnisse Gottes, die uns aufgetragen ist. Heute die erste Lesung aus dem Buch Jesus Sirach, einem Weisheitsbuch aus dem Alten Testament. Groll und Zorn, auch diese sind Gräuel und ein sündiger Mann hält an ihnen fest. Wer sich rächt, erfährt Rache vom Herrn. Seine Sünden behält er gewiss im Gedächtnis. Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du bittest, deine Sünden vergeben. Ein Mensch verharrt gegen einen Menschen im Zorn, beim Herrn aber sucht er Heilung. Mit einem Menschen gleich ihm hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung. Er selbst, ein Wesen aus Fleisch, verharrt im Groll. Wer wird seine Sünden vergeben? Denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft. Denk an Untergang und Tod und bleib den Geboten treu. Ja, oh nee, da kommt ja noch ein Vers. Denk an die Gebote und grolle dem Nächsten nicht. Denk an den Bund des Höchsten und übersieh die Fehler. Ja, bitte übersehen Sie den Fehler, den ich gerade gemacht habe. Also eine wunderbare Lesung aus der Weisheit des Alten Bundes. Und das fließt dann hinein in das Evangelium, das wir aber neulich schon mal besprochen haben. Die beiden Knechte des Herrn, der eine mit der Milliardenschuld und der andere mit der überschaubaren. Und dann kriegt der erste alles erlassen und möchte aber dem anderen das nicht erlassen. Aus dieser Nummer kommt er nie mehr raus. Diese Schuld der Unbarmherzigkeit, die wird nicht vergeben. Und um das nicht zu wiederholen, heute der alttestamentliche Angang, das sind aber genau dieselben Gedanken. Du möchtest, dass dir verziehen wirst und verzeihst anderen nicht, bist du verrückt, sagt der Weisheitslehrer. Ich möchte so vor Ihnen nicht den Eindruck erwecken, als sei das besonders einfach. In Wirklichkeit, wenn man tief verletzt ist, ist das außerordentlich schwierig. Eines, das hilft Ihnen vielleicht, habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal gesagt, entschuldigen ist nicht dasselbe wie verzeihen. Schuld kann man nicht entschuldigen, sondern Schuld ist Schuld und man muss sie als solche auch benennen dürfen, auch dem Schuldigen gegenüber. Schwamm drüber ist keine Lösung, sondern Verzeihung ist die hochherzige Entscheidung eines verletzten Menschen, dass der andere mit seiner Schuld leben darf und dass ich ihm dabei mit meinem Wohlwollen behilflich bin. Und das gewährt uns Gott. Auch Gott entschuldigt unsere Schulden nicht, sondern er verzeiht sie uns, er nimmt sie von uns, er zieht die Last auf sich, die für uns unerträglich wäre. Und das sollen wir erfahren, das soll uns froh und frei machen und aus dieser Freiheit und Beweglichkeit heraus sollen wir auch bereit sein, anderen ihre Schuld zu verzeihen, die sie gegen uns auf sich geladen haben. Noch eine kleine Hilfe aus der Praxis, ich meine jetzt nicht nur aus der Beichte, sondern aus meinen eigenen Verzeihensbemühungen. Also in der Bibel ist das Herz das Zentrum des Menschen, wo vor allem auch der Wille zu Hause ist. Und das, was wir dem anderen schulden, ist nicht eine affektive Verzeihung aus dem Bauch raus mit allen Gefühlen, dass alles wieder gut ist und ich gerne mit dem anderen in Urlaub fahre und oder ihr auf dem Schoß sitze oder sowas, das ist nicht geschuldet. Das können wir manchmal auch gar nicht. Was geschuldet ist, ist die kühlköpfige und entschiedene Verzeihung des Willens, dass ich sage, ich will an meinem Groll nicht festhalten. Und dann im Gebet auch den Herrn bitten, dass er mich von den Affektiven, dem Gemütsbereich des Zornes befreit und ich nicht
abends mit dieser Wut ins Bett gehe und morgen damit wieder aufwache. Aber das kann ganz gut sein, dass das lange dauert. Deswegen im Herzen anfangen mit der Verzeihung und die Entschiedenheit des Wohlwollens zum Ausdruck bringen und dann hoffen, dass das Gemüt allmählich nachkommt. Gott segne und behüte Sie alle und einen schönen, fröhlichen Sonntag für Sie.